würde einmal kurz die Sandra vorstellen. Und zwar fängt sie an mit dem Vortrag Care Revolutionary Perspectives on Degrowth and Unconditional Basic Income. Also die Care-revolutionäre Perspektive auf Degrowth und das Grundeinkommen. Sie hat ihre Diplomarbeit geschrieben über Sufficiency Commons and Care Approaches to Urban Degrowth Movements und hat sich stark mit feministischen Ansätzen zu alternativen Ökonomien auseinandergesetzt, insbesondere der Care-Ökonomie, und organisiert unter anderem auch die Wandelwoche, die in Hamburg stattfinden soll. Und möchte das Wort jetzt übergeben an Sandra Antelmann. Ja, vielen Dank. Ich werde eine Care-revolutionäre Perspektive noch einbringen. Ich habe das wie folgt gegliedert. Erstmal werde ich noch mal kurz was zu Postwachstum und Degrowth sagen, vielleicht für die auch, die jetzt nicht bei Matthias Schmelzer waren. Dann werde ich feministische Perspektiven stark machen, kurz was zu Suffizienz, Commons und Care sagen, dann speziell zur Care Revolution, zu einer Verbindung von Commons und Care als Care Comedy und dann speziell nochmal zum Ansatz des vorsorgenden Wirtschaftens und dem Konzept der Reproduktivität was sagen und dann auch das Care-Konzept noch weiter erweitern, eben hin auf die Natur, Nature Cultures, genau, und dann nochmal den Bogen schlagen zum Grundeinkommen und Care, genau, und dann Fazit und Ausblick. Und später freue ich mich auf eine anregende Diskussion hoffentlich mit euch allen. Okay, einige haben das vielleicht jetzt schon gehört. Ich lehne mich da an Schmelzer an. Also Postwachstum ist eben nicht gleich Postwachstum. Das hatten wir auch eben in der Einführung zum Grundeinkommen. Grundeinkommen ist auch nicht gleich Grundeinkommen. Es gibt ja auch neoliberale Tendenzen und eben, ja, im Postwachstumsbereich gibt es auch konservative Ansätze, wie von Meinhard Miegel, der sagt, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen. Und dann gibt es sozialreformerische Ansätze, die die Sozialsysteme auch entkoppeln wollen vom Wachstumszwang. Suffizienzorientierte, wie zum Beispiel Nico Pech. Und dann eben kapitalismuskritische und feministische. Und ja, auf die werde ich mich jetzt mehr beziehen. Also die feministische Perspektive geht davon aus, dass es sich um eine Vielfachkrise des Kapitalismus handelt, eben in Bezug auf Ökonomie, Ökologie und die soziale Reproduktion, dass man das nicht getrennt betrachten kann. Und dabei spielen eben die Prinzipien Suffizienz, Commons und Care eine zentrale Rolle, und zwar eben nicht individualisiert Suffizienz, sondern einige Feministinnen würden fragen, woher kommt überhaupt dieser Zwang zum Mehr und wie entstehen diese Zwänge zur Sorglosigkeit eben systemisch? Und ja, Uta von Winterfeld würde dann eben sagen, niemand soll immer mehr haben wollen müssen. Also es geht um eine gesellschaftspolitische Konzeption von Suffizienz und nicht eben einen individualisierten Verzicht, wie es manchmal auch bei Nico Pech oder anderen doch noch durchklingt. Genau. Also die Frau sagt, erst habe ich meine 4 Kinder großgezogen, dann die 3 Enkel, dann habe ich mich um Obdachlose und Arme gekümmert und schließlich meinen alten Vater bis zuletzt gepflegt. Und dann sagt der Mitarbeiter, sie haben also nicht gearbeitet. So, also, genau. Ja, eben, es geht darum, einen anderen Arbeitsbegriff zu entwickeln. Und also ich kann es auch aus eigener Erfahrung sagen, ich bin auch gerade beim Jobcenter gemeldet und habe dann auch gesagt, irgendwie, ich kümmere mich um meine Mutter, die Krebs hat. Und dann meinte der Jobcenter-Mitarbeiter auch nur so, ja, was soll, ja, soll ich dann weniger arbeiten, wenn ich mich um meine Mutter kümmere oder was? Und fand das eine völlig absurde Idee, wo ich auch so dachte, ja, das ist eben genau das Problem. Also, und damit kommen wir eben zur Care Revolution. Damit ziehe ich mich viel auf Gabriele Winker aus Hamburg, die ein Buch geschrieben hat, Schritte in eine solidarische Gesellschaft. Und zunächst ist es wichtig, die Begriffe zu klären. Also es wird oft von sozialer Reproduktion gesprochen, Reproduktionsarbeit. Das wäre dann eben als Gegensatz zur bezahlten Lohnarbeit oder Erwerbsarbeit, alle Tätigkeiten, die zur Herstellung oder Wiederherstellung der Arbeitskraft dienen. So, auch im marxistischen Sinne gesprochen. Und dann eben Care-Arbeit bezieht sich eher auf den Inhalt der Tätigkeiten, eben sorgende Tätigkeiten,
in Bezug auf den Menschen, Pflege, genau, Bildung, Erziehung. Und das Ziel der Care Revolution als gesellschaftlicher Transformationsprozess wäre eben mehr Zeit für Sorgearbeit und auch für politisches und zivilgesellschaftliches Engagement und für Muße, eben bei gleichzeitiger sozialer Absicherung. Und hier kommt die Idee des Grundeinkommens rein, den auch viele Vertreterinnen, auch Gabriele Winker, befürworten auf jeden Fall. Die Care Revolution Bewegung ist vor allem 2014 stark geworden. Es gab auch eine große Aktionskonferenz in Berlin. Und da geht es eben darum, die verschiedenen, eben nicht individualisiert das als Privatsache zu betrachten, sondern uns zu verbünden in den verschiedenen Kämpfen. Seien es jetzt Hebammen, die Versicherung nicht bezahlen können, und sei es Pflegekräfte in den Krankenhäusern, die völlig überlastet sind und so weiter. Silvia Federici, eine Theoretikerin, versucht eben auch Care und Commons zu verbinden und sagt eben, wir können keine alternative und autonome self-reproducing Bewegung schaffen, wenn wir unsere Reproduktion nicht in einer kooperativen Form neu entwerfen und die Trennung aufheben zwischen persönlichem und politischem, zwischen politischem Aktivismus und der Reproduktion des alltäglichen Lebens. Und hier setzt auch Friederike Habermann, eine feministische Ökonomin und Aktivistin, an, die auch versucht, Care und Commons zu verbinden in ein Concept Economy, Umkehr zum Miteinander, oder sie nennt es auch manchmal jetzt schon Queer Economy, wie auch immer, also jenseits von Dichotomisierung. Und da sind vier Prinzipien ganz wichtig in der Economy, eben Besitz statt Eigentum. Das ist aber nicht zu verwechseln mit jetzt so diesen ganzen Carsharing oder Airbnb, wo eben Wohnungen vermietet werden. Das ist ja kein Sharing, sondern Renting dann im Grunde. Genau. Sondern ein Beispiel wären jetzt Umsonstläden, dass man da Dinge hinbringen kann, die man gar nicht mehr gebraucht. Genau. Dann eben teile, was du kannst. Das kann sich auf alle möglichen Ressourcen beziehen, dass man, was weiß ich, eine Waschmaschine sich teilt oder Bohrmaschine oder aber auch Wissen teilt. Und dann das dritte Prinzip, beitragen statt tauschen, finde ich ganz wichtig, auch in Bezug auf das Grundeinkommen. Und zwar, dass Menschen tätig werden aus einer inneren Motivation, und zwar bei gesichertem Ressourcenzugang. Also, dass Menschen genau das tun, was sie als notwendig ansehen oder auch als Lust, je nachdem. Genau, beitragen statt tauschen. Oder wir haben eine Veranstaltung mal organisiert zu Common Spaces, da hat eine Frau dann gefragt, ja, müsste es nicht eigentlich heißen, leben statt beitragen? Das finde ich auch eine ganz interessante Frage. Dann eben noch das Prinzip der Offenheit, dass Commons eben auch nicht nur auf die kleine Gemeinschaft bezogen sind und auch offener Zugang zu den Ressourcen und Freiwilligkeit. Da ist dann die Frage, ob man zum Beispiel aus Care-Beziehungen, das ist auch nicht immer freiwillig, also das können wir auch gerne diskutieren. Ja, nochmal hier, es bezieht sich auf Gibson Graham, ein feministisches Geografin-Kollektiv, die benutzen, auch wie andere zum Teil, die Eisberg-Metapher, dass sie sagen, ganz die Spitze des Eisbergs ist nur die kapitalistische Marktökonomie und die Lohnarbeit. Und alles andere des Wirtschaftens ist im Grunde darunter. Also da gibt es zum Beispiel Gifts, Schenken oder auch Commons. Auch Photosynthese ist da, das fand ich ganz spannend. Also es ist viel vielfältiger, die ökonomischen Tätigkeiten. Genau, da sind auch lokale Währungen, Hausarbeit, alles Mögliche. Damit kommen wir eben zum Ansatz des vorsorgenden Wirtschaftens. Das Netzwerk vorsorgendes Wirtschaften ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Praktikerinnen aus verschiedenen Disziplinen. Und die versuchen auch, diese Trennung zwischen Produktion und Reproduktion zu überwinden im Ansatz der Reproduktivität. Und dabei beziehen sie eben Ökonomie auf weit über marktkoordinierte Prozesse und Erwerbsarbeit hinausreichenden sozial-ökologischen Handlungsraum.
die sozusagen Produktivität der Natur wird auch mitbedacht. Also alles, was vorher im Markt, aus dem Markt im Grunde externalisiert war und gleichzeitig auch wieder vereinnahmt wurde als unbezahlte Arbeit, eben oft die unbezahlte Sorgearbeit und eben die Leistung oder die Produktivität der Natur, beziehen Sie damit ein und eben nicht auf so ein Ökosystem-Dienstleistungs-Talk irgendwie reduziert. Und zwar haben Sie da die Prinzipien Vorsorge statt Nachsorge, Kooperation statt Konkurrenz und Orientierung am für das gute Leben Notwendigen. Und da kann man eben die Fragen stellen, was ist das gute Leben? Genau, also da haben Sie verschiedene Ansätze, auf die Sie sich beziehen. Jetzt fände ich spannend auch zu diskutieren. Hier haben wir ja gesehen, dass sich eben das Konzept auch auf die Natur ausweitet. Und eine Care-Definition, die sehr oft benutzt wird, ist die von Toronto. Die sagt, Care includes everything that we do to maintain, continue and repair our world, so that we can live in it as well as possible. That world includes our bodies, ourselves, and our environment, all of which we seek to interweave in a complex, life-sustaining web. Also eben diese Relationalität und die Bezüge sind ganz wichtig. Also weil wir gestern auch die Frage hatten von Herrn Skidelsky nach Independence. Eine Wissenschafts- und Techniktheoretikerin, Puig de la Bella Casa, weitet auch dieses Care-Konzept explizit auf Nature-Cultures aus und macht es am Beispiel der Permakultur deutlich. Vielleicht kennen einige von euch die Permakultur und Transition Town-Bewegung. Also sie sagt eben auch, thinking of practices of everyday care as a necessary activity to the maintenance of every social world makes them a collective affair. In that sense, as permaculture care ethics consider, humans are not the only ones caring for the earth and its beings. We are all in relations of mutual care. Und sie macht das zum Beispiel an dem Regenwurm deutlich, der aus ihrer Sicht auch eine ganz wichtige Care-Arbeit macht. So. Genau, und da wäre es jetzt spannend auch zu diskutieren, wie kann man das jetzt mit dem Grundeinkommen vereinbaren. Genau, und jetzt nochmal kurz zum Grundeinkommen und Care. Da hat Ronald Blaschke eine ganz gute Unterscheidung vorgenommen, analytisch. Er unterscheidet in gleichstellungsberechtigungspolitische Ansätze, die zum Teil dem Grundeinkommen kritisch gegenüberstehen. Also die dann befürchten, dass es so eine Art Herdprämie wird und die Arbeit nicht umverteilt wird. Aber so ist es ja eben nicht gemeint. Und dann gibt es eben postpatriarchalische Ansätze, auch ein sogenanntes Grundeinkommen Plus, das eben sagt, wir müssen zusätzlich auch die sozialen Infrastrukturen ausbauen, Dienstleistungen und Bildung und auch kostenlose Zugänge zu all dem, zu Gesundheit, Bildung und so weiter bereitstellen. Dann gibt es die, unterscheidet er die sozial-ökologische Perspektive, das wäre so auch der Ansatz des vorsorgenden Wirtschaftens. Und dann eben noch demokratiepolitische, was ich auch interessant finde, weil er da auch die Sorge ausweitet auf das Politische, auf das Öffentliche, also mit Bezug auf Hannah Arendt. Und das fände ich auch interessant. Also das ist ja auch in dem Ansatz von Gabriele Winker schon, dass sie sagt, wir brauchen Zeit, auch uns gesellschaftlich zu engagieren und politisch. Also spannend am Grundeinkommen ist eben, dass es ein tiefes kulturelles Umdenken erfordert, das aus zwei Teilen besteht, die man nicht einzeln betrachten kann. Die Idee, dass es normal ist, wenn Menschen etwas bekommen, ohne etwas dafür zu leisten, und die Idee, dass Menschen Verantwortung für ihre Umwelt übernehmen und das Notwendige tun, auch wenn niemand sie dazu zwingt oder dafür bezahlt. Ein Interview fand ich ganz schön von Kratzwald in ihrem Buch Das Ganze des Lebens, Selbstorganisation zwischen Lust und Notwendigkeit. Da sagt ein Interviewpartner, ich könnte mein Leben in einer super schönen Qualität leben, genau das Gleiche tun, was ich jetzt mache, wenn ich zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte. Dann könnte ich nur mehr Commons machen, weil es Spaß macht. Oder vielleicht würde ich das dann auch nicht immer tun. Jedenfalls Lebensunterhalt, Absicherung ist der Hemmschuh schlechthin. Zum Fazit ein Satz. Also es zeigen sich viele Verbindungen dieser Ansätze und
Meine These wäre, dass das bedingungslose Grundeinkommen ein wichtiger Baustein für Degrowth und Care Revolution sein könnte. Und genau, das, jetzt wäre die Frage, wie weit wollen wir Care-Konzepte ausweiten? Und der viel wichtigere Punkt ist, ich bin der Ansicht, wir müssen Bündnisse schmieden, auch noch über Degrowth und Grundeinkommen hinaus, eben solidarische Ökonomie, Commons, Care Revolution, Gemeinwohlökonomie. Und genau das haben wir im Oktober in Hamburg vor und ihr seid auch alle herzlich eingeladen. Es gibt auch Wandelwochen in Berlin. Genau. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.